In diesem Tutorial zeige ich, wie man bei der Bodyguard 323 zwischen den verschiedenen Programmen wechseln kann. Als erstes starte ich die Pumpe. Wie wir sehen können, ist das Profil auf kontinuierlich gesetzt, das heißt für eine Infusion beispielsweise eine parenterale Ernährung. Wir wollen jetzt in einen anderen Modus wechseln, und zwar in den PCA-Modus. Das heißt, ich gehe den Weg über die Info-Taste, einmal, zweimal, und suche hier Einstellung ändern. Bestätigen mit OK. Dann auf Mehr und wieder OK. Jetzt muss ich ins Hauptmenü, dafür braucht es ein bestimmtes Passwort. Und bestätigen. Das kann ich hier unter verschiedenen Punkten auswählen, beispielsweise das Programm. Ich wähle das jetzt mal aus und suche hier heraus PCA-Modus und wieder bestätigen. Jetzt muss ich die Pumpe neu starten, steht schon automatisch da, also einfach nur einmal Start machen. So, jetzt steht das Ganze auf dem PCA-Programm. Ich gebe das mal kurz ein. Ein paar Fantasiedaten. Und sperre das Ganze. Möchte ich jetzt aus dem PCA-Modus wieder in den kontinuierlichen Modus wechseln, wird es ein bisschen komplizierter. Ich starte einmal. Gehe ich jetzt denselben Weg wie gerade eben, das heißt über Info, 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 Einstellung ändern, Mehr und gebe das Passwort fürs Hauptmenü ein, sagte mir Sperre. Das heißt also, ich muss zuerst einmal in das Programmmenü, das ist das zweite Passwort. Und da kann ich zuerst die Sperre auswählen. An oder aus? Wir brauchen aus. Gehe ich jetzt wieder den Weg über die Info-Taste, Einstellung ändern, Mehr, in das Hauptmenü, kann ich auch hier wieder ein neues Programm auswählen. Beispielsweise kontinuierlich. Starte die Pumpe neu und ich kann eine Infusion.